Hallo zusammen. Dieses Video ist nicht ein typisches How-to-Video, in dem ich euch irgendetwas zeige, irgendeine Technik oder irgendetwas erkläre. In diesem Video möchte ich euch einfach mit an meinen Arbeitsplatz nehmen, heute Samstagnachmittag. Ich möchte an einigen Bildern arbeiten und stell mir einfach vor, ihr würdet mir vielleicht über die Schulter gucken. Und dieses Gefühl alleine, dass ich jetzt malen werde und ihr schaut mir dabei zu, verändert ja schon etwas. Ja? Also der Kontext, in dem wir malen, verändert die Art, wie wir auftreten. Und du kannst selber mal bei dir beobachten, wie der Kontext, in dem du malst, also der Zusammenhang, ja, wie der dein Malen beeinflusst. Und worum geht es? Es geht darum, mutig zu sein und etwas zu zeigen von dem, der du bist. Mutig zu sein bedeutet, nichts zurückzuhalten, nichts abzuwägen, sondern einfach deinen Gefühlen zu folgen im Bild. Und du kannst ja mal beobachten, wann dir das am besten gelingt. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass ich manchmal mutiger bin, wenn du dabei bist, du als mein Betrachter. Dann habe ich das hinterfragt und habe mich gefragt, warum ist das so? Und ich glaube, dieser Moment des Teilens lässt mich meine Hürden überwinden. Und zwar meine Zweifel, ist das gut genug? Die ganzen Optionen, die ich immer sehe. Ich male seit über 30 Jahren und sehe immer, ständig sehe ich viele Optionen, die ein Bild hat. Und ich sehe natürlich auch meine eigenen sogenannten Fehler, ja? Da, wo es mir nicht gelingt oder da, wo vielleicht jemand anders besser ist, ja? Diese ganzen Stimmen, die sind mit dir, wenn du alleine bist. Und dann hörst du sie ganz besonders deutlich. Wenn ich aber jetzt mit dir male und mir vorstelle, dass du mir zuhörst, dann sind meine eigenen Stimmen ein bisschen leiser. Und deswegen gelingt es mir oft, vor der Kamera ganz entspannt zu malen und vor der Kamera auch ganz gnädig mit mir zu sein, und zwar mit dem Prozess. Wir müssen lernen, den Prozess anzunehmen, sonst haben wir keine Freude an der Sache. Wir müssen lernen, unseren Prozess anzunehmen, weil wir dann erst wirklich bei uns selber sind. Sonst sind wir immer beim Kopieren, beim Nachahmen und nichts gegen das Kopieren anderer Bilder, weil das ist auch ein Lerneffekt. Aber du verstehst, was ich meine. Wenn wir bei uns sind und unseren Prozess annehmen, nämlich da, wo wir jetzt gerade sind, dann gibt es eigentlich keine negative Bewertung. Dann gibt es nur die achtsame Wahrnehmung. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich heute einfach mal meinen Arbeitsplatz mit dir teile, mir also vorstelle, dass du mir über die Schultern guckst. Und ich werde das Video nachher ein bisschen vertonen, weil ich während des Malens nicht unbedingt so viel reden werde. Aber du wirst einen Einblick bekommen in meine kleinen Arbeiten. Ich habe hier zum Beispiel diese Platten, die haben schon recht viel Farbe drauf. Das sind 30x30 große Sperrholzplatten, mit denen ich auch oft in meinem Unterricht Prinzipien der Bildgestaltung demonstriere. Ein kleines Bild ist immer leichter zu handeln als ein riesengroßes. Und in meiner Masterclass zum Beispiel arbeiten wir auf 30x30 großen Sperrholzplatten, weil wir dort relativ schnell unser Bild verändern können. Und Veränderung beinhaltet Abenteuer, Veränderung bedeutet spielen, ausprobieren, erforschen, ja, und öffnet im Bild neue Türen und eben auch im Herzen natürlich, dadurch, dass du es auf dem Bild machst. Deswegen arbeite ich nachher auf diesen Platten. Und auf vielen Platten, Sperrholzplatten, ist schon einiges an Material drauf, also Farbe. Und ich möchte heute Nachmittag einfach einen Schritt auf diesen Platten machen, um sie einen Schritt weiterzubringen. Das Material, mit dem ich arbeite, ist ganz einfach. Einfach nur Acrylfarbe. Ich habe eigentlich keine weiteren Zusatzstoffe, obwohl auf meinen Bildern zum Teil auch Collage-Elemente eingebettet sind. Das wird man zum Schluss gar nicht mehr so richtig sehen. Um dir vielleicht ein bisschen einen Kontext zu geben, wenn du meine Arbeiten noch nicht kennst, ich arbeite
sehr, sehr gerne gegenständlich, aber meine Liebe gilt auch der Abstraktion und der Entwicklung des Bildes aus dem Prozess. Und dieses Bild ist aus dem Prozess entstanden und ich möchte jetzt ein ganz kleines bisschen noch daran arbeiten, um es ein bisschen zu klären. Ja? Und oft ist es so, dass ich dann das Bild analysiere und die Farben aufgreife, die ich schon habe und einfach vorsichtig ein paar unruhige Stellen wegmale, die mir daran nicht so gut gefallen. Das sind oft Kleinigkeiten, die dem Bild nachher so den letzten Schliff geben. Dann gibt es Platten wie diese, wo noch gar nicht viel passiert ist. Die lasse ich erstmal für später. Da haben wir ganz viel Farben drunter und wir haben hier ein bisschen durchgeschliffen. Da ist noch nicht so viel passiert. Ich mache jetzt mal mit diesem hier weiter. Die Sache ist die, dass ich mich natürlich immer auf ein neues Bild jetzt einstellen muss. Jedes Bild ist ein eigenes Universum und ich versuche aber jetzt einfach nicht so viel darüber nachzudenken, sondern eher mich so ein bisschen treiben zu lassen hier. Wenn du an einem Bild weitermalst, das geht natürlich sehr, sehr instinktiv und ich kann dir nur sagen, wie mein Kompass da so ein bisschen funktioniert. Also ich versuche einmal das wahrzunehmen, was mir gefällt und dann aber auch das wahrzunehmen, was mir vielleicht nicht so gut gefällt. Und manchmal ist es gar nicht so viel, was du verändern musst. Manchmal ist es nur so, dass du eine der bestehenden Farben aufgreifen musst, um einen Zusammenhang zu finden. Dieses hier ist einmal entstanden aus einer Maldemonstration, die ich auch in meinem Unterricht gehabt habe. Da haben wir Vasen gemacht und hier ist diese Vase entstanden. Und jetzt überlege ich mir eben, ob ich die vielleicht ein bisschen kleiner mache und hier tatsächlich irgendwelche Stiele rausgucken lasse. Und vielleicht will ich auch ein bisschen was von diesem grafischen Muster ein kleines bisschen zurücknehmen, damit das nicht so stark ist. Also man nennt diesen Prozess des Einwirkens auf das Bild modulieren. Also man verändert nicht etwas komplett in seiner Essenz, sondern man verändert es nur partiell. Ja? Also als würde man ja nicht komplett das ganze Bild hier verändern, sondern nur ein bisschen darauf einwirken. Ich zeige dir das jetzt gerade mal, wie ich das meine. Zu dem Modulieren gehört auch das Übermalen und teilweise wieder Wegkratzen. Wenn du eine Form gefunden hast, jetzt in diesem Fall diese Vase, dann solltest du nicht immer wieder drumherum malen, sondern eben auch mal Teile davon ein bisschen so verlieren. Das ist jedenfalls mein Gedanke, den ich jetzt gerade habe. Und ich wollte auch ein bisschen von diesem Rosa wegnehmen. Wenn du viel Farbe auf dem Bild hast von den vorigen Mal-Sessions, dann hast du den Vorteil, dass du ganz viel
visuelle Texturen hast, die natürlich dann spannend sind. Das kennst du sicherlich auch. Dies hier ist auch ziemlich am Anfang. Hier habe ich einfach nur ein Muster, zwar ein schönes Punktemuster, aber ist halt noch nichts wirklich los. Deswegen ist das jetzt hier eine Gelegenheit, das hier wieder zuzumalen oder zum Teil zuzumalen, ein bisschen praktisch die Kontraste zu reduzieren. Und das ist das, was ich mit dieser goldigen Lasur hier mache. Also du siehst, dass ich immer auch im Prozess sehr viel zumale, also einfach wieder übermale. Und ich weiß tatsächlich am Anfang nicht, wie das Bild am Ende aussehen wird. Bei gegenständlichen Bildern habe ich eher eine Vision, wie ich möchte, dass es rauskommt. Aber bei diesen abstrakten Bildern, ganz ehrlich, ich habe natürlich auch irgendwie sowas wie eine künstlerische Vision, aber ich kann da nicht zielgerichtet drauf hinarbeiten. Ich muss eher mich dem Prozess hingeben. Und wenn das Bild dann in einem Stadium ist wie dieses andere hier, dann, wenn das so weit ist, ja, dann steuere ich meinen Bildprozess wieder relativ zielgerichtet. Weil dann weiß ich plötzlich, dass das Bild etwas hat, was mir gefällt. Und ich weiß auch, was ich dann verbessern kann. Aber wenn das Bild noch so ganz roh am Anfang ist, dann muss ich einfach verschiedene Sachen ausprobieren. Und bei dem Ausprobieren versuche ich, Kontraste zu erreichen. Und ich versuche wirklich mutig zu sein und alles Mögliche auszuprobieren, worauf ich in dem Moment Lust habe. Und natürlich braucht man dafür auch so ein bisschen Malerfahrung, dass du überhaupt genügend Ideen hast, die du dann ausspielen kannst. Und dafür ist es halt wirklich sinnvoll, Techniken sich anzueignen und die auch zu üben. Das zum Beispiel jetzt ist richtig auch ein, das muss ich dir gerade mal eben zeigen, das ist irgendwie also auch Zufall, ne, wenn wir jetzt hier in die nasse Farbe reingehen. Dann wird sich da die Lasur ein bisschen abheben. Und das ist zum Beispiel jetzt schon auch ein Effekt, den wir meistens entdecken beim Spielen, also beim Experimentieren. Eigentlich wäre das ein Fehler, weil wir wollen die Lasur gleichmäßig auftragen und plötzlich sehen wir, ups, da war Wasser drauf. Das lasse ich dann gleich auf das nächste laufen. Also wir lernen einfach auch beim Tun. Das kann ich jetzt noch eine Weile weitermachen und zwar mit einer etwas dunkleren Lasur. Und zwar entweder schwarz, sieht super aus. Ich kann auch jetzt ins Blau gehen. Ich will aber eben warten, bis das trocken ist. Deswegen lege ich das kurz beiseite und mache bei der Gelegenheit das Gleiche hier. Also diese Lasur, die ich hier nehme, das ist diese von Golden, Quinacridon Nickel Azo Gold. Das ist diese wahnsinnig goldige Lasur hier drauf. Das bringt jetzt bei dieser Platte noch nicht so viel, weil ich habe hier ja gar keine Farben unten drunter. Also ich will dir nur einfach mal kurz zeigen, das, was auf der Platte jetzt drauf ist, das siehst du durch die Lasur. Also die Lasur hebt die ganzen Texturen raus. Genau, und das ist jetzt so ein bisschen Fließbandarbeit. Mache ich das auf die nächste drauf.
Es ist gut, wenn du beim Malen auch so ein bisschen in diesen Flow kommst, wo du nicht mehr jeden Handgriff überlegst, sondern wenn es einfach läuft, ja? Wir brauchen beide Momente. Einmal dieses Laufen lassen, wo wir einfach uns hingeben, Instinkte an unsere Instinkte, an unsere Impulse. Und dann später, wenn genügend auf der Fläche ist, dann müssen wir ein anderes Operating System benutzen. Ich nenne das jetzt mal so, also einen anderen Prozess. Und das ist der Prozess, der zur Komposition führt und zu Farbharmonie und so weiter. So, dann fange ich doch jetzt mal hier an und erfinde jetzt hier mal was, was ich hier drauf machen kann. Also ich versuche tatsächlich auch mal so richtig alles so zum Fließen zu bringen. Wechsel zwischen dicker Farbe, dünner Farbe, Lasuren, das versuche ich so lange zu machen, bis es nicht mehr geht. Also ich versuche natürlich dann diese Effekte zu erhalten, weil das sind sehr, sehr schöne natürliche Spuren. Und da wäre es jetzt einfach angebracht, das Bild einfach ruhen zu lassen. Was ich jetzt eben hier mal machen will, ich will ein bisschen von dieser Soße ein kleines bisschen durch Marmormehl aufsaugen lassen. Also ich habe hier ein bisschen Marmormehl und ich lasse das jetzt hier so mal so ein bisschen reinrieseln. Und dann muss ich das einfach mal trocknen lassen. Muss nicht viel sein, sondern das ist einfach wie ein ganz kleines bisschen, wie als würde man Salz auf eine Straße streuen. So. Also diese Platte ist jetzt auf jeden Fall schön aktiviert. Und der, wie soll ich sagen, das Zeichen, dass du im Flow bist, das spürst du einfach. Du spürst, wenn es dir Spaß macht, wenn du losgelassen bist, wenn du nicht mehr denkst, wenn die Hände mehr oder weniger machen, was sie wollen,
wenn du dem einen Impuls den anderen folgen lässt, dann bist du im Flow. Und diesen Zustand, den wollen wir so oft wie möglich haben. Und dafür sind die Arbeiten einfach wunderbar, weil du kannst einfach loslegen und beobachte einfach mal, auch wenn du Ergebnisse hast, die dir gefallen, dass du es einfach auch mal genießt, ja, also dass du das wahrnimmst kurz, was du daran magst, ja. So, weiter geht's. Bei dieser Platte hatte ich ja gesagt, würde ich vielleicht noch mal eine andersfarbige Lasur drauf machen, eine dunklere. Und da kann ich schwarz nehmen oder eben einen anderen Farbton, der auch extrem lasierend ist. Du weißt vielleicht, dass es Farben gibt, die eine besonders starke lasierende Wirkung haben. Du siehst das meistens hier an diesen Zeichen auf den Tuben. Das ist jetzt sehr lasierend, das ist beides sehr lasierend. Ich probiere mal das Grün-Blau. Also ich bin jetzt in diese pinken Tupfen ja auch nicht verliebt. Das heißt, ich kann die einfach opfern und kann einfach mal hier vorführen, was das heißt, so eine Lasur drüber zu legen. Wunderbar. Was ich in dem Stadium manchmal schon gerne mache, wenn ich jetzt hier nasse Farbe habe, dass ich dann mit dem Spachtel zum Beispiel hier so drin rumfahre und einfach gucke, ob ich irgendwie eine Komposition finde, die mir gefällt. Diesen Prozess, den liebe ich eigentlich sehr. Es geht so lange, wie die Farbe nass ist. Und das ist wie so ein, du kannst es immer wieder machen, immer wieder auslöschen, bis die Farbe halt ganz trocken ist. Ich könnte das irgendwie ewig machen, deswegen male ich das immer wieder zu, weil mir das einfach total Freude macht, nasse Farbe zu bewegen. Und das ist sowieso der Anfang vom Bild noch. Das heißt, ich bin jetzt nicht krampfhaft am Suchen, nicht, dass du das denkst, sondern ich gönne mir einfach hier die Freude an dem Auftragen. Irgendwann höre ich jetzt mal auf. Sonst lösche ich das ja immer wieder aus. Also da ich nicht so der Fan normalerweise bin von Pünktchen, kann es sein, dass das ganze Bild nachher kein einziges Pünktchen haben wird. Nur damit du weißt, ich weiß es nicht genau, ob da viel von übrig bleibt. Jetzt wäre der zweite Schritt, also das ist jetzt zweimal eine Lasur und jetzt würde ich wieder deckend arbeiten. Und ich muss ja irgendwas von diesen Pünktchen irgendwann mal loswerden. Und ich fange jetzt einfach mal damit an. Und das muss jetzt irgendwie eine helle Farbe sein. Es ist noch nicht ganz trocken. Das ist jetzt praktisch der nächste Schritt in diesem Prozess. Und natürlich muss ich irgendwann mal das Ganze trocknen lassen. Was ich jetzt nicht will, ist, ich will nicht zu sehr eine Schmiererei aus dem Weiß und dieser noch nassen Lasur erreichen. Deswegen werde ich mal ganz kurz ein bisschen warten. Diesen Effekt nenne ich jetzt kontrolliertes Schmieren. Ich versuche praktisch Dinge, nasse Farbe miteinander verschmelzen zu lassen, ohne dass es total eine Pampe gibt. Jetzt ist für mich so ein Punkt, wo ich anfange, ein bisschen langsamer zu machen, erstmal, weil es sehr, sehr nass ist. Und lass das erstmal vielleicht ein bisschen trocknen. Farbharmonie ist im Moment grün, also dominiert vom Grün. Und ich weiß nicht, ob ich diese ganzen Punkte hier lassen soll. Keine Ahnung. Aber es muss auch nicht immer gleich alles gelöst sein. Ja? Es darf ein Bild auch einfach offen bleiben. Ja, wie findest du das, mir beim Malen zuzuschauen? Ich hoffe, du kannst es genießen, meinen
Pinselstrichen und Spachtelspuren und meinen Kleckereien ein bisschen zu folgen. Ich finde, das Faszinierendste an der Art zu malen ins Offene hinein ist, dass du Überraschungen bekommst, dass du bereit bist, aus dem Malprozess Überraschungen entgegenzunehmen und daraus dein Bild zu entwickeln. Den letzten habe ich hier gar nicht gefilmt. Ich denke mal, diese Stellen, also jetzt in dem unteren Teil, ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist vielleicht wirklich viel zu groß hier oben, aber ich weiß, dass diese Art von Malerei ist das, was ich mag. Und ich möchte dich einfach heute ermutigen, deinem Malprozess offen und neugierig entgegenzugehen und da einzutauchen und neugierig aufzugreifen, was dir gefällt. Das kann was ganz anderes sein als das, was du bei mir siehst, ja. Also ich mag gerne, wenn Spuren sich irgendwie von selber organisieren. Ich habe im Laufe der vielen Jahre, habe ich einfach so ein bisschen immer wieder nachgefragt, ja, was ist es eigentlich, was ich mag? Also ich mag selbstverständlich auch gerne solche Bilder wie da hinten, ja, die so ein bisschen konstruiert sind, die aus Farbharmonien leben. Aber was mich am meisten fasziniert, und das habe ich jetzt gerade wieder im Prozess so erlebt, ist, wenn sich die natürlichen Spuren vom Pinsel, vom Spachtel, von den Werkzeugen, wie von selber zu etwas organisieren, was ich vorher eigentlich gar nicht geplant habe. Das ist, glaube ich, für mich die größte Freude. Und dahin gibt es immer einen kleinen Weg. Der besteht natürlich auch darin, dass du ein bisschen mit den gestalterischen Mitteln umgehen lernst. Die gestalterischen Mittel, das hast du schon öfter von mir gehört, das sind die abstrakten Elemente der Bildgestaltung. Das ist Komposition, das ist Tonwert, das ist Farbe, das ist Textur, das sind die Materialeigenschaften der Farbe selber, ja, dünn, dick, Linien, ja, alles, was du hinzufügen kannst. Und selbstverständlich ist dieses virtuose Spiel der Medien erst möglich, wenn du sie auch mal kennengelernt hast. Ja, das ist ganz klar. Also du kannst selbstverständlich am Anfang immer auch mal etwas abmalen, ja, versuchen, etwas abzumalen. Also im Bereich der Abstraktion ist es recht schwierig, etwas abzumalen. Und es wird sich auch für dich nie wirklich befriedigend anfühlen, weil es ist ja nicht deins, ja. Aber wir können durch das Abmalen lernen, ja. Also lernen, mit dem Material umzugehen. Technische Sachen können wir dabei lernen. Aber es wird sich nie so richtig zufrieden anfühlen, weil das bist du erst, wenn du ganz bei dir bist, ja. Und dafür brauchst du das Vertrauen in deinen Prozess. Also du siehst hier rundum ist ganz schön schon ein Chaos entstanden. Am Computerarbeitsplatz ist nicht so viel Platz, aber das zeigt dir auch vielleicht, wenn du zu Hause arbeitest und nicht so viel Platz hast, mit wie wenig man eigentlich auskommt. Also ich sage immer, 50 Quadratzentimeter ist schon Gold wert, aber es ist natürlich gut, wenn du einmal ein Quadratmeter Platz hast. Also sag mal, ein Quadratmeter wäre praktisch die Fläche so, wie du hier siehst, und dann nochmal nach hinten hin. Da hast du dann richtig schön Platz. Ich drehe die Platten immer auch gerne. Hier habe ich vor einigen Monaten dran gemalt, und zwar im Oktober letzten Jahres, als ich in Marrakesch war. Und dieses ist dieses schöne Marrakesch-Ocker und dieses Mauve, was ich dort so geliebt habe. Und ich werde jetzt die Farben einfach nochmal aufgreifen und einfach eigentlich nochmal dasselbe malen. Es gibt Bilder, die gefallen mir so ganz gut, aber sie sind irgendwie noch so ein bisschen mager vom Farbauftrag und vielleicht noch ein bisschen zu einfach. Ja? Und da mir die Farbpalette eigentlich so ganz gut gefällt, habe ich jetzt gedacht, ich lasse mich nochmal drauf ein und fange einfach nochmal an, diese Farben zu mischen. Was man immer machen kann, ist zwischendrin mal auch eine Lasur zu verwenden. High Flow Acrylics. Also die kann man auch immer nehmen gerne zwischendrin.
Der Spachtel muss sauber gemacht werden. Also man kann zwischendrin durch Lasieren einfach die Farbtiefe verstärken. Ja? Das habe ich bei den anderen ja auch schon gemacht. Ich habe sogar noch was an dem Pinsel von diesem anderen. Das nehme ich jetzt auch gerade. Ich gebe der Lasur so ein ganz kleines bisschen Zeit zum Trocknen. Und dann gehe ich wieder mit deckender Farbe oben drauf. Und während das trocknet, mische ich hier meine Farben. Ich stelle jetzt mal ganz kurz aus, damit du das nicht alles sehen musst. Aber ich mische jetzt mal eben ein paar Farben. Und dann gibt es Bilder, in denen du dann total versinkst und die Zeit vergisst und einfach malst und wirklich in Kontakt bist mit dem Bild. Und das sind eigentlich die schönen Momente. Und dieses Bild habe ich jetzt wirklich sehr, sehr weit gebracht.
und habe immer wieder die gleichen Farben genommen und wieder neu aufgetragen. Und ich denke, es braucht jetzt einfach ein bisschen Zeit, damit ich Abstand nehmen kann, weil sonst droht man wirklich auch die eigenen Spuren hinter sich wieder zu löschen. Also man malt dann einfach weiter und findet eigentlich nicht den Moment, wo das Bild einfach mal in Ruhe sein muss, um damit du auch wieder einen neutralen Blick finden kannst. Also ich habe die Geometrie ein bisschen aufgelöst, habe aber auch neue Verbindungen gefunden und vielleicht wird dieses Bild auch so noch ein bisschen weitergehen. Ja, jetzt habe ich etwa 1,5 Stunden gemalt. Ich werde dir das Video nachher auf schnell stellen, damit du einfach so ein bisschen Kostproben bekommen kannst. Ich hoffe, es hat dich inspiriert, ins Spielen zu kommen. Spielen, experimentieren, ziellos, ja, aber im Kontakt. Also ziellos heißt nicht belanglos. Ziellos heißt in der Aufmerksamkeit sein, in der Präsenz sein, wirklich in der Wahrnehmung sein. Und wenn du Momente beim Malen hast, wo du einfach offen bist, dann bist du ziemlich im Flow und du wirst diesen Moment sehr, sehr genießen. Im Flow zu sein bedeutet, dass du ganz da bist und dass du nicht geplagt bist von irgendwelchen negativen Stimmen, kritischen Stimmen, dass du frei dich fühlst. Das heißt, dass du keine Angst hast, ja? Und dieses sind Zustände, in denen wir die schönsten Bilder malen. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren, diesem Prozess eine Chance zu geben, diesen Prozess zu praktizieren. Und ich möchte an dieser Stelle noch mal erwähnen, wenn du Lust hast, die Elemente der Bildgestaltung tiefer zu verstehen in ihrer Ausdruckskraft, also die Linie, die Fläche, die Form, der Tonwert, die Farbe, Textur, all diese Baustoffe, ja, mit denen wir malen, dann kannst du gerne dich über meine Arbeit informieren. Unter dem Video gibt es einen Link, wo du auch ein Video dir anschauen kannst über die 5 größten Schwierigkeiten, die wir beim Malen finden. Und in diesem Video spreche ich darüber, wie wir diese Schwierigkeiten, die der Malprozess beinhaltet, der mit sich bringt, wie wir die lösen können. Ich danke dir für deine lange Aufmerksamkeit. Schön, dass du da bist und ich freue mich tatsächlich immer über jeden Kommentar, auch wenn ich nicht immer sofort antworte. Das liegt einfach an dem Arbeitsvolumen und ich werde aber jeden Kommentar lesen und bei Zeiten auch beantworten. Vielen Dank und ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, solltest du das noch nicht getan haben und meinem Video einen Daumen hoch gibst. Damit unterstützt du meine Arbeit. Vielen, vielen Dank. Bis bald. Tschüss.